Moin, ich wollte mich einmal ganz herzlich bedanken für eure großartige Unterstützung für mein Filmprojekt Die Route der Wikinger. Man weiß ja natürlich am Anfang nicht, wenn man sich sowas überlegt, ob man selber nur so begeistert ist oder ob das auch wirklich für andere mitreißend ist. Und ja, ich habe jetzt 2/3 der Crowdfunding-Summe geschafft und es sieht so aus, als wäre ich nicht der Einzige, der sich für die Route der Wikinger und die Verbindung aus Segelreisefilm und Geschichte interessiert. Ja, warum eigentlich Crowdfunding? Dazu wollte ich auch noch mal was sagen, damit nicht das Gefühl kommt, ich lasse mir da von euch eine Reise finanzieren und mache ein bisschen Urlaub in den 6 Monaten. Dazu eigentlich nur mal, was bisher schon passiert ist. Seit 8 Monaten bin ich schon am Drehen. Ich war in Kopenhagen im dänischen Nationalarchiv. Ich war im Wikingermuseum Roskilde. Das haben die sich da auch gut bezahlen lassen, die Drehgenehmigung und die Unterrichtsstunden. Und ich wollte das natürlich auch in dieser super Qualität machen, die ihr jetzt in dem Videotrailer auch seht. Ja, für den Film bedeutet das dann 5 bis 6 Monate Dreharbeiten und bestimmt noch mal 2 bis 3 Monate Nacharbeit, Schnitt und Editing, um das vernünftig zu machen. Und das geht eben auch nur mit entsprechender Hardware. Der Rechner muss mitmachen, der Monitor muss mitmachen, die Software muss mitmachen. Ja, dazu kommen eben dann diese Geschichten, wenn man wackelfrei filmen will, dass man einen Gimbal hat, dass man eine sehr gute Kamera hat, mit der man arbeiten kann, Graufilter, Stative, da kommt wirklich eine ganze Menge zusammen. Diese Produktion, die geht einfach unglaublich ins Geld. Ich will auch noch mal jemanden mitnehmen oder jemanden an Bord nehmen unterwegs, der Film. Dafür kommen dann noch mal Reisekosten und ja. Also man kann sich das ausrechnen. Ja, ich will ja auch nichts geschenkt haben, denn ihr bekommt ja auch was dafür. Denn ihr bekommt ja quasi den Film, wenn ihr euch denn wirklich für das Projekt so interessiert, ihr bekommt ja den Film in der günstigen Variante, zum Teil mit Premierenkarten. Ich will den Film in einer großen Premiere in Hamburg in einem Kino vorführen. Oder es gibt Bordkonzerte bzw. Wohnzimmerkonzerte. Ja, schaut einfach mal rein bei Startnext. Auf der Seite Segelfilm Salz und Erde. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir das letzte Stück auch noch schaffen. Es fehlen jetzt, glaube ich, noch 2.200 Euro und es sind noch 28 Tage Zeit. Und ja, ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr bei mir bleibt und mich unterstützt. Und bedanke mich auch schon mal bei allen, die das bisher getan haben. Ja, für alle, die das Projekt noch nicht kennen. Ich habe in einem uralten, handgeschriebenen Buch aus dem 13. Jahrhundert die älteste Beschreibung einer Segelroute auf der Ostsee gefunden und will genau diese Segelroute nachfahren mit meinem Boot und einem Kajak. Es wird quasi eine Segelreise auf den Spuren der Wikinger von Südschweden bis nach Estland.